Schade. Wieder nur ein Traum. Wieso kann es nicht auch in der Schule so laufen? Der Lehrer unterrichtet, ohne auf uns zu achten. Ein paar kleine Verbesserungen würden ihm und dem Unterricht doch gut tun. So wie bei meinem Raum. Ob das wohl auch hier funktioniert? Ach, was rede ich da? Das war doch nur ein Traum. Obwohl, naja, ein Versuch kann doch nicht schaden. Ich frage ihn einfach. Herr Professor, das war mir jetzt etwas zu schnell. Könnten Sie das noch einmal wiederholen? Ich bin nicht ganz mitgekommen. Elena, vielleicht solltest du mehr aufpassen und weniger schlafen. Ja, deinetwegen kann ich nicht den ganzen Stoff wiederholen. Aber ich bin sicher nicht die Einzige, die das nicht verstanden hat. Könnten wir hier nicht ein paar Übungen dazu machen? Mit einem praktischen Bezug würde es mir sicher viel leichter fallen. Ja, das ist unmöglich. Das ist mit dem Lehrplan nicht vereinbar. Aber davon habt ihr ja keine Ahnung. Elena hat recht. Wir sollten mit mehr modernen Mitteln arbeiten. Es gibt doch so viel mehr als dieses altmodische mit der Hand mitgeschriebene. Jetzt ist aber Schluss! Ihr wisst ganz genau, dass man sich mehr merken kann, wenn man... Und immer dieser Frontalunterricht. Könnten wir nicht einmal in der Gruppe arbeiten? Das würde den Unterricht so auflockern. Gruppenarbeit. Was soll ich denn mit einer Gruppe? Tolle Idee. Und wenn wir schon dabei sind, sollten alle Hausübungen freiwillig sein. Denn warum soll ich etwas üben, wenn ich es schon kann? Außerdem ist es unfair, wenn ich dafür eine schlechte Note bekomme. Na gut, 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 gut. Wisst ihr was? Wir versuchen es. Und ich weiß auch schon, wie das funktionieren könnte. Rund 90.000 Schüler sitzen jeden Tag in Oberösterreichs höheren Schulen. Sie sind diejenigen, die am besten darüber Bescheid wissen, wo wir unser Bildungssystem noch verbessern können. Also warum hören wir nicht auf diejenigen, für die unser Schulsystem gemacht worden ist? Nämlich auf die Schüler. Mit einem verpflichtenden Lehrerfeedback, online und anonym, könnten Schüler ihren Lehrern zweimal im Jahr Feedback geben und so dafür sorgen, dass sie ihren Unterricht verbessern. In den meisten Bereichen ist es vollkommen normal, dass es eine Art der Rückmeldung gibt. Nur nicht in der Schule. Wenn du auch der Meinung bist, dass wir ein verpflichtendes Lehrerfeedback an unseren Schulen brauchen, dann unterstütze uns jetzt auf lehrerfeedback.at oder auf Facebook. Feedback statt Bildungsweg. Gemeinsam Schule gestalten.